Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitreisende, auf der Suche nach großen Schätzen in kleinen Dörfern sind wir mittlerweile in Hagelstadt angekommen, eine Gemeinde etwa 12 Kilometer südöstlich von Regensburg. Wenn ich sage wir, dann meine ich Herrn Professor Dr. Morsbach aus Regensburg und meine Person Alexander Deves, der erste Vorsitzende der KIB im Landkreis Regensburg. Ja, wir sind in Hagelstadt und wenn Sie schon hinter uns schauen, sehen wir das Kirchengebäude und in diesem Kirchengebäude vermutet Dr. Morsbach einen Schatz. Und was wir hier sehen, es ist ein moderner Kirchenbau, errichtet 1971 geweiht nach dem Zweiten Vatikanum. Herr Dr. Morsbach, was erkennen wir von außen an diesem Kirchengebäude? Ja, es ist eigentlich für diese Zeit ganz typisch, diese Vorstellung, die Kirche als Gemeindezelt darzustellen. Und wenn man sich die Ansätze dieses großen Pyramidendachs anschaut, dann merkt man, hat man den Eindruck, dort würde ein Hering im Boden eingerahmt, sozusagen diese Zeltplane, wenn man so will, festhalten. Wir haben dann diesen gerasterten Eingang aus den Betonstreben mit den Betonfenstern, mit den Glasbetonfenstern. Und das ist so ein Zentralraum, der sozusagen die ganze Kirche, die Gemeinde wie ein Zelt überdeckt. Ja, die Zeltdachkonstruktion kann man recht gut erkennen. Wir schauen uns das natürlich gleich von innen an. Wenn wir jetzt mal weiter schwenken, dann sehe ich hier einen Pylon, einen Turm, der abseits von der Kirche steht. Was sehen wir hier, Herr Dr. Morsbach? Ja, wir sehen ein Campanile, also einen freistehenden Glockenturm, der nicht direkt mit der Kirche baulich in Verbindung steht, der im Gegensatz zur Kirche, die sich sehr bescheiden in das Dorfbild einfügt, doch hier einen ganz markanten Akzent darstellt, geplant und gebaut im Jahr nach der Mondlandung, wo man sich für Raketen ungeheuer begeistert hat. Man hat so das Gefühl, hier hätte der Architekt so eine Art, fast eine Art geistliche Rakete gebaut. Ein Turm, der weithin ins Umfeld, in den Umkreis von von Hagelstadt wirkt und den man schon von weitem sieht. Ja, ein richtiger Orientierungspunkt. Man kann fast vermuten, der hebt gleich ab. Das werden wir auch dann sehen, wenn wir nachher die Glocke noch läuten hören. Ja, wir gehen dann schon mal in die Kirche hinein und Sie, Herr Dr. Morsbach, machen sich auf die Suche nach Ihrem Kunstobjekt. Ich hoffe, Sie werden fündig. Ich hoffe es. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit in Hagelstadt und sehen das Ostportal. Die Kirche ist nicht geostet, sondern ist gewestet. Das heißt, der Altar steht im Westen. Hier also das Ostportal. Die Sonne geht vormittags hier auf und darüber ein schönes Glasfenster, was den auferstandenen Heiland zeigt. Wir sagten ja schon, dass diese Kirche ein moderner Kirchenbau ist. Und das sehen wir auch an den Materialien, die hier benutzt werden. Es ist vor allen Dingen sehr viel Beton. Es ist Glas, es ist Holz. Und es ist Metall. Im Süden haben wir ein schönes violettes Kirchenfenster mit dem Kreuzweg. Und jetzt möchte ich was sagen zu dem modernen Kirchenbau des Nach-Vatikanums. Wir haben also hier ein neues Prinzip. Das Prinzip, dass die Gemeinde sich um den Altar versammelt. Der Altar rückt weg von der Ostwand. Wir haben eine Altarinsel und der Pfarrer zelebriert den Gottesdienst inmitten seiner Gemeinde. Das heißt, die Gläubigen scharen sich um den Altar und nehmen an der Feier teil. Was wir ebenfalls sehen, ist diese Zeltdachkonstruktion. Das konnten wir von außen schon bewundern. Sie sehen dieses Holzzeltdach. Das erinnert an ein weiteres Prinzip, nämlich das Volk Gottes auf der Pilgerschaft oder auf der Wanderschaft, so wie die Juden des Alten Testamentes von Ägypten losgezogen sind zum gelobten Land, so sind ja auch wir Christen auf dem Weg in das ewige Leben. Wir haben jetzt einen schönen Blick über die Altarinsel zur Westwand, dieses Glasfenster, was uns die heiligste Dreifaltigkeit zeigt. Wir sehen ganz oben in Blau den Himmel. In diesem Himmel ein angedeutetes gelbes Dreieck, was Gott Vater darstellt. In Rot, in diesem gelben Punkt, ist der Heilige Geist, der die sieben Gaben des Heiligen Geistes aussendet. Und in der Mitte, in Rot, das Kruzifix,
mit dem Korpus des Gekreuzigten. So, wir begeben uns jetzt mal in den Raum hinein. Wir sehen hier nochmal die Altarinsel und das schöne Glasfenster. Auf der Suche nach Dr. Mosbach, der auf der Suche nach seinem Objekt ist. Und ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ja, ganz andächtig steht er vor einer Madonnenfigur. Herr Dr. Mosbach, ja, Sie lächeln so, Sie haben Ihr Kunstobjekt gefunden. Um was handelt es hier? Ja, es ist ein wunderschönes Stück der spätgotischen Skulptur aus der Zeit um 1390, 1400. Wohl ein Werk der Regensburger Dombauhütte, das ich hier in der Kirche zum ersten Mal gesehen habe und habe mich sofort in diese Darstellung verliebt. Und das war dann auch der Ausgangspunkt für unser Projekt, die große Kunst in kleinen Dörfern. Und wir haben hier also ein ganz wunderbares Beispiel des sogenannten schönen oder reichen Stils, der sich in Prag um 1380 herausgebildet hat. Und diese Madonna zeigt die Beweinung, oder diese Gruppe zeigt die Beweinung Mariens um ihren toten Sohn, der sozusagen ganz totensteif auf ihrem Schoß ruht. Und der schöne Stil, der ist gekennzeichnet durch die Bevorzugung der jugendlichen Darstellung Mariens. Maria wirkt ja nicht wie eine verhärmte 50-jährige Frau, die sie eigentlich sein müsste, sondern sie wirkt jünger wie der Sohn, den sie auf ihrem Schoß hält. Sie ist durch eine Schönheitlichkeit gekennzeichnet, aber auch durch üppige Kleidung, durch große Stoffmengen. Auch das kennzeichnet diesen schönen oder weichen Stil. Ja, Sie sagten, es ist ein besonderes Kunstobjekt. Was ist das Besondere jetzt an dieser Darstellung? Ist das der weiche Stil oder das Alter der Figur? Ja, das Besondere ist einfach die Qualität. Wir vermuten ja, dass es sich um ein Werk der Dombauhütte aus Regensburg handelt, wo sich Vergleichbares in dieser Zeit findet. Es ist eine Beweinung. Es gibt drei verschiedene Ausdrücke dafür. Einmal Pietà, kommt aus dem Italienischen, bedeutet Mitleid. Das heißt, die Figur soll beim Menschen dieser Zeit Mitleiden, Compassio hervorrufen. Er soll sich versenken in das Leid der Mutter, das Weinen um ihren, die Trauer um ihren Sohn. Dann gibt es die Bezeichnung Beweinung, die schildert einfach das, was hier dargestellt ist. Und als drittes die Bezeichnung Vesperbild. Das bezieht sich auf die Andacht bei der bei den Abendgottesdiensten der Vesper in Frauenklöstern, wo solche Darstellungen eine große Rolle gespielt haben. Und schließlich war das Bild auch nicht nur für die private Andacht gedacht, sondern auch für die Karfreitagsliturgie. Ah ja, also doch eine sehr symbolträchtige Darstellung der Mutter Gottes. Und wenn wir gerade bei Madonnendarstellungen sind, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Madonna darzustellen. Hier also die Pietà, sagen sie als Andachtsbild. Da habe ich auch eine Frage an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer weiß denn, in welcher Kirche im Landkreis Regensburg die älteste Darstellung einer Schutzmantel-Madonna zu finden ist? Wenn Sie es wissen, dann mailen Sie, schreiben Sie oder rufen Sie an bei der KRB im Landkreis Regensburg. Vielen Dank und viel Erfolg. Auf dem Gang durch die Kirche stehe ich jetzt wieder vor einer Madonnenfigur. Und mein Eindruck ist, dass sowohl diese Madonna als auch die, die wir eben gesehen haben, die Pietà, älteren Datums sind. Wie kommen Sie in diesen modernen Kirchenbau, Herr Dr. Mosbach? Ja, beide Figuren stammen aus der ehemaligen Wallfahrtskirche Heimsuchung Mariens in Höhenberg. Das ist einige Kilometer von hier entfernt an der Bundesstraße nach Landshut. Und die wurden dann dort entnommen und hierher gebracht, sozusagen in Sicherheit gebracht, weil die Kirche in Höhenberg ja auch kaum kontrollierbar ist. Und ich sehe natürlich, es ist eine andere Darstellung der Madonna. Wir hatten eben die Pietà, dieses Vesperbild. Und welche Madonna sehen wir hier? Ja, das ist hier eine Madonnenfigur. Die Madonna steht. Sie hat ihren Sohn auf dem Arm, sie trägt eine Krone, führt ein Zepter und das Jesuskind hat einen Reichsapfel mit dem Kreuz. Es ist die Darstellung Mariens als Himmelskönigin und sie steht auf einer Mondsichel, die uns ein Gesicht zeigt. Das ist eine Tradition,
die zurückreicht zur Vorstellung der Mondsichel-Madonna, wie sie uns in der Offenbarung des Johannes einmal beschrieben wird, wobei das ist also jetzt nicht die apokalyptische Frau ist, die man auch ab und zu sieht, sondern hier Maria als Himmelskönigin, als Regina Zöli. Also das wird dann die Madonna auf dem Marienaltar an der Seite der Altarinsel. Wenn wir rüberschwenken, sehen wir auf der anderen Seite die Figur des heiligen Josef, hier dargestellt als Zimmermann mit seinem Werkzeug, einem Holz, einer Holzplanke und seinem Winkeleisen. Josef, der Zimmermann, mit seinem Feiertag ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und dann haben wir noch eine weitere ältere Figur hier in diesem modernen Kirchenbau. Die ist ebenfalls rübergekommen von der alten Kirche in St. Vitus, wie sie heißt. Das ist die Darstellung des heiligen Vitus oder des heiligen Veit. Der bekannt ist auch für seinen Dom in Prag, St. Vitus. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer kurzen Führung, unseres Besuches hier in Hagelstadt. Wir sind wieder fündig geworden, Dr. Mosbach, haben Ihre Pietà gefunden, die aus Höhenberg kommt, und verabschieden uns wie immer mit dem Glockengeläut dieser Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit. Vielen Dank und auf zu neuen Ufern.